Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Telltale's Game of Thrones. Heute geht es weiter, nachdem wir letztes Mal, naja, mit Roderick. Ich weiß nicht, wir haben immerhin jetzt das Verlöbnis einigermaßen geregelt, aber wir haben uns Whitehill noch mehr zum Feind gemacht. Aber egal, wir sind jetzt hier, wie es aussieht, an der Wall, an dem Aufzug. Und wir werden jetzt sehen, ob wir jetzt endlich das erste Mal mit Jon Snow sprechen dürfen. Da ist Garrett. As John. You can't be fighting with the other recruits. You need those men to have your back. There's enough out here trying to kill us without trouble amongst our own. You're right. I'm sorry. I'm Garrett. Frostfinger told me about you. Seems to think you might be trouble. He doesn't know me. He's seen 1,000 recruits pass through those gates. He knows you better than you think. He said you fought for the North with the Foresters. You were there, at the Twins. Yes. I still don't understand. 3,000 men, and not one could save my brother. Why didn't anyone fight back? Why didn't they rally to their king? Nobody was expecting it. One minute we were drinking and telling jokes, and the next... The phrase cut us open. Those cowards. Couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. They couldn't even give him an honorable death. Let him die fighting. Walder Frey and Roose Bolton will pay for their treachery. I'd like to believe you, but men like that don't get what they deserve. Now the Freys command River Run and the Boltons are Wardens of the North. After what they did, it's not right. They murdered my family. I should have been there. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. But chances are, I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here, with the Night's Watch. Da war gerade übrigens ein bisschen mehr Untertitel als Gespräch, möchte ich nur anmerken. Falls ihr das lesen und nicht hören wollt, könnt ihr gerne nochmal zurückspulen. Da stand aber prinzipiell nur noch mehr, dass sein Vater und seine kleine Schwester gestorben sind. Nur als Info für euch, falls ihr da nicht so schnell mitkommen seid. So, und da sind wir. There are those here who will hate you for who you are. Southerners who will call you traitor. Northerners who will call you craven. Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me, I know. I can't just ignore them. No good will come of doing otherwise. Most of the men are criminals, forced to take the black. You were a squire for a noble house. What happened to you today happened to me more times than I can count. I learned there's nothing more important than having brothers you trust. Whoa. Ja, und da können wir uns jetzt... Können wir mal, wie man so schön sagt, über den Rand der Welt blicken. Die Aussicht wird sicher geil. Ja, ist schon jetzt geil. I felt the same first time I saw it. I heard you want to be a ranger. Why? Why risk your life out there?
I want to protect House Forrester. You'll protect them by doing your duty here. Not many recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Rayder marches on the wall with 100,000 wildlings. I've seen them for myself. The men here are murderers. Thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Und das war's schon, unsere erste Begegnung mit Jon Snow. Und was ist das jetzt? King's Landing, oder was? Oh ja, Mira. Mitternacht und so. Ja, ich erinnere mich. Das ist keine gute Idee. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. I'm here, but where are you? Wer ist das überhaupt? Ist das der Junge oder... Ich kann's nur hoffen. Am Arsch. Oder... Alter. Da hinten ist der Typ. Ist nicht gut. Merk uns nicht. Ja, call out to. Am Arsch werde ich garantiert nicht machen. Where do you think you're going? At this time of night. I was just headed back to my room. It's a little late to be out, isn't it? Do you know what this uniform means? It means you serve the Lannisters. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, now. Don't like it, you can take it up with the commander. Is there no way I can change your mind? Did you not hear me? At ease, Lucan. The lady is with me. Yes, sir. Enjoy your night. Ist der unser Kontakt, Mann? I hope he wasn't bothering you, my lady. I'm Damien. Okay, wer bist du, wollte ich gerade fragen. Das Did you write the note? Sollten wir noch nicht fragen. Thank you, Damien. It was my pleasure. You got my note. That was you. I'm very glad you could make it. I've been wanting to talk to you for quite some time. Why all the secrecy? If you wanted to talk to me, you could have asked. It never seemed the right time. I am sorry about this, Mira. But you've made enemies of the wrong people. A handmaiden should know her place. Oh, fuck. Ich glaube... I should go. I'll make this quick if that helps. I'd hate to see you suffer. Der ist einer von Whitehills Männern. Oh. Fick dich. Ja, immerhin. Shit. Fingernägel. Danke, nein. Nein, hilf ihm! Ja, genau! Fuck.
Alter, wenn wir ihn nicht töten, sind wir am Arsch. Fuck. Okay. Tschüss. Damien, where are you? Oh, danke. Der rettet den, glaube ich. Das war mir zu riskant, weil der hat Rüstung an und so. Hier gibt's keine Fingerabdrücke in dieser Welt. Weg damit. Alter. Ich hoffe, der hat ihn jetzt gerettet. Aber das war mir zu riskant. Der hat Rüstung angehabt und Mira hätte es sicher nicht geschafft, ihn in den Kopf zu. Und selbst wenn was. Ich meine, wenn der tote Lannister aufgefunden wird, sind wir alle gefickt. Das ist... Ich danke für den einen Typen, der da jetzt gekommen ist, aber helfen mich mit dem Schwert, weil am Arsch. Das ist zu viel für mich, ich kann das nicht ab. Okay, aber ich muss mir jetzt erstmal selber beruhigen. Ich werde jetzt hier ganz kurz das Pausemenü lassen. Wir scheinen jetzt hier bei den Foresters zu sein. Das Begräbnis von Ethan, wie es aussieht. Zumindest ist es, glaube ich, so. Totenbarren für Verbrennung. Und alle sind da. Roiland, Roderick und Ethan. Und wer bist du nochmal? Achso, du bist Lord Forrester, oder? Ich glaube zumindest, der ist es. What's Gwyn Whitehill doing here? No idea. Hello, Roderick. Sir Roiland. It's been a while since we've met. Yes. Last time I saw you, you and my brother had almost started a war. Your father wanted to murder Asha for your little love affair, remember? That was a long time ago. May we speak privately? My lady. Roderick, I came here because I know how hard these past few days must have been for you and your family. I know my words probably mean nothing to you, but they're all I have. Thank you, Gwyn. I'm so sorry, Roderick. Your brother didn't deserve this. Neither of them did. Listen, I know my father is intent on using Ryan as a hostage. But I think you deserve some news of him. I know it's little consolation. But if I can offer you this, it's something at least. So you have news of Ryan? Yes. He's well. Not happy, but just know your brother is safe at High Point. I'm looking after him, but... What? The other day he said something that made me worry. He asked me if his father died because he was a coward. He asked if he was really a thief and a traitor, like my father says. I don't wish to upset you, but I thought you should know. I've been doing my best to set him right, but he is only a child. He feels forgotten, alone. He's waiting for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. Shit, okay. Da gerade habe ich wieder so mehr oder weniger absichtlich nichts gesagt. I will bring him home ist, glaube ich... Ich meine, die scheint es nicht gut zu heißen, was ihr Mann da macht, aber... With each passing day, those words start to sound like truth. Tell him to stay strong. Have him repeat our house words every day until I come for him. Of course. But if you truly want to bring Ryan home... This war has to end. You know that. We don't have to be enemies, Roderick. Hello, Gwyn. It's good to see you, Talia. I hope I can count on your discretion. Roderick, you should speak to Mother. Mother. Come join the others. He should be here. He should be with his family.
But instead they send her. Gwyn may be able to help us. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one, but his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our lands destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch that same fate before this family. Our house. My children. They will take everything from us. I won't let that happen to us. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last White Hill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Promise me. You must protect them. It won't come to that. We will defeat them. War asks much of a man that he is not prepared to give. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Garrett, they all stand with us. We are strong. Yes. I suppose we have to be. Okay. Would you say a few words, my lord? Geht's jetzt los, oder? Kann ich das entscheiden? Das wäre cool. Ich hätte von ihr Hilfe verlangen sollen, oder? Scheiße. Ich habe wieder was falsch gemacht, glaube ich. Aber es gibt keinen Zurück hier. My father. He was everything. Everything I ever wanted to be. He showed me what it is to be a lord. He was so brave. I never knew a better man. And I am sorry. I love you, father. Und jetzt zum Wichtigeren, meiner Ansicht nach. Ethan, my little brother. He stood up to Ramsay Snow. He saved our sister's life and paid with his own. He was only a boy. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan. My sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. Okay, ist das jetzt irgendwie wichtig, in welcher Reihenfolge? Ich glaube nicht. Ja, ihn haben wir nicht wirklich kennengelernt, aber als Ethan haben wir gespielt und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen traurig. From ice we foster's born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bare my neck to swim
Ich hoffe inständig, ich muss den Song da gerade nicht rausschneiden wegen GEMA. Das war wirklich beinahe herzzerreißend, aber sehr schön / traurig. Und das nächste Mal, das war's schon? Okay, noch nur 5 Folgen dieses Mal. What is going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. No. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else we need to be worried about? What was that? Okay. Also, zum einen, gut, dass der Junge noch lebt, der in King's Landing. Ich habe irgendwie eine Ahnung, wo diese letzte Szene mit Asha gerade gespielt hat. Und Tyrion hat was von einer Hochzeit gesagt. Also, ich glaube, die Folge war ja jetzt so zwischen 3. und 4. Staffel. Ich glaube, die nächste wird so in etwa gleichzeitig mit Folge 4-2 aus der, also 4. Staffel, 2. Episode von Game of Thrones sein. So. You and 76% didn't forge Marjorie's letter. You and 70% refused to kiss Lord Whitehill's ring. Okay, das war relativ logisch. Das hier hätte ich nicht gedacht, dass es so viele gemacht haben. 48% won Roderick's betrothal to Elena Glenmore. Okay. Hätten die anderen zwei Optionen da das nicht gemacht? Okay, weil ich war sehr zerrissen. Oder war das so stepweise? Das heißt, ich muss mehrmals das Richtige sagen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Du und 95% stood up for Cotter after he stole Flynn's knife. Ja, Cotter ist irgendwie geiler als Flynn, weil Flynn ist ein Arschloch. Finn, nicht Flynn. Oh, und das, ja, das habe ich mir gedacht. Nur 9,3% haben ihn nicht umgebracht. Aber es heißt hier nicht umgebracht. Hätte ich gewusst, dass er stirbt. Wobei, wie gesagt, es ist eigentlich... Ich dachte ehrlich gesagt nur, sie sticht halt ein und dann sind wir wirklich vollkommen im Arsch, weil sie ihn nicht tötet. Aber wenn er stirbt, ist das ja noch viel beschissener. Weil wenn da ein toter Lannister ist, dann gibt's richtig heftig. Dann, ich mein, und der eine Typ hat uns vorher sogar noch gesehen. Das habe ich bei meiner Entscheidung gar nicht bedacht. Also im Endeffekt hier habe ich schon richtig gehandelt wahrscheinlich. Unglaublich aber wahr, ich habe auch mal Glück. Wobei, wenn hier nur 9% den nicht getötet haben. Ja, ich glaube, die meisten Leute machen dann hier nicht Pause-Menü und überlegen. Es kann übrigens sein, dass ich vorhin in dem Pause-Menü nichts gesagt habe, weil ich überlegt habe. Das weiß ich gar nicht. Wenn ich mich anstrenge und nachdenke, sage ich dann oft nichts, was natürlich im Let's Play nicht so geil ist, aber... Gut, continuen wir. The Lost Lord, das war die Episode 2. Die verlorenen Lords. Ja, und wir sehen uns dann in Episode 3 wieder.
Ja, und ich lasse natürlich euch mal die Credits durchlaufen hier. Die Musik werde ich jetzt auf jeden Fall leise machen, weil die ist gerade scheiß laut auf meinen Ohren. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Episode 3 dann. Und das waren jetzt nur 5 Folgen, aber ich denke, die haben es auch in sich gehabt. Wie gesagt, das war Episode 2 und insgesamt gibt es 6. Also, wir werden eigentlich noch so ziemlich den ganzen Sommer hier in Game of Thrones sitzen. Finde ich aber auch ganz geil, dass es gleichzeitig mit Staffel 7 der TV-Serie passiert. Nicht nur, weil es dadurch wahrscheinlich für mich mehr Klicks gibt. Darüber freue ich mich natürlich auch. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich es jetzt angefangen habe. Wie gesagt, eigentlich wollte ich es ja vorher machen, aber ja, hin und her, dann ist ein Gleit nicht passiert. Wurscht, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wer die Credits noch sehen will, kann das gerne machen. Bis zum nächsten Mal bei Telltale's Game of Thrones, wenn wir Episode 3 beginnen, von der ich noch nicht den Titel weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss, Leute. So